Hey Leute, willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm. So, wir sind noch im Zug mit Rachel. Und ich guck mal ganz kurz. Ich habe nämlich eben im Chat kurz gelesen, man könnte hier noch ein Graffiti schreiben. It's great to take a stand, but right now I should sit down next to Rachel. Oh, hier, guck mal. Wollen wir auch was Deepes hinschreiben? Ein deepes Zitat. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Wer Rachel mag, der ist eine Sau. Weil irgendwie mag sie jeder und ich finde es ein bisschen nervig. Wir sind Monster oder jeder lügt? Ne, wir sind Monster. Finde ich besser. Passt nämlich. Human is another word for monster. Ist aber langweilig. Das ist echt ein bisschen langweilig. Oh, Theaternerds. Oh nein, ich habe schon welche verpasst. David Schrott, Gefängniswand. Oh nein. Roter, weißer Typ, das alte Auto, glückliches Balk. Okay. Warte. Alright, Chloe. You're on a freaking train with Rachel freaking Amber. Play it cool. Oh, sie ist so sexy und so toll und überhaupt. Und is this nervousness? Is that what this feeling is? Wish Max were here, so I could ask. Should I make small talk? Is that what people do? Peinliches Schweigen ist immer das Beste. So, it's kind of weird that we're hanging out. You mean because I don't hang out with anyone and I don't have any friends? You have friends. Well, I used to. Friend. Singular. Her name was Max, but she left for greener, more northern pastures. That sucks. Wisst ihr, welche Stimme das ist? Kennt ihr noch die aus dem ersten Teil, die bisschen kräftige mit den bunten Haaren? Die so ein bisschen emo war? Und die immer so gesprochen hat zu Max. Hey Max. Das ist die Stimme von Rachel jetzt. Wir haben die Sprecherin für Rachel genommen. Hm. Hey, so I want to say thanks for pulling you out of school. No, dummy. Thanks for last night. If you hadn't shown up. Assholes abound in Arcadia Bay. Du hast schon ein bisschen so gesprochen. I owe you. That's for sure. Max, weil die hat genauso Is Max. That why you came along? Are you suggesting I should need a reason to ditch school? Hört mal auf die Vokale. I bet you're wondering what we're doing. The thought occurred, yeah. Well, I wanted some company. That's it? That's it. Good to fucking go. Anything beats another second in Blackwell. You really hate it there, don't you? You don't? Right. What reason would Rachel Amber have for hating Blackwell Academy? Your high school royalty. You don't know me. Yet. Let's do something fun. Flirten. Okay. V-card's been punched, Rachel. I'm sorry. Wow. Too far. Well, I don't know. Okay, something fun. I'm all ears. Two truths and a lie. What? I think we should play Two Truths and a Lie. It's a game where each person offers up three facts about themselves, two of which are the truth, and one of which is a lie. Right. And then the other person has to guess which is which. Oh Gott. Das sind so diese Partyspielchen, die ich nie mitgespielt habe, aus Flaschendrehen und den ganzen Quatsch. Na gut. Sounds komm. Fun. You're on. Kennenlernspielchen, ne? Ja. Furchtbar anstrengend. Menschen I'll kennenlernen. Start. Ach. First, I'm ambidextrous. Bin ich auch. Second, I was born in New York, the land of fashion and Broadway. To which I will one day return when my heinous exile here in Arcadia Bay comes to an end. New York, huh?
I've never been. Not a world traveler? Not yet, at least. If you could travel anywhere, where would you go? Russia, Greece, Kathmandu? Kathmandu? One day, I'm going to climb Everest. And I thought moving away from Arcadia Bay was ambitious. What's your third thing? My third thing? Two truths and a lie. You say three things. Right. I'm a Leo. Meow. Okay, so ambidextrous, born in New York, and a Leo. Gotcha. So, which is the lie? Ich sag die Beidhängigkeit, oder? Die Beidhändigkeit. I don't buy the ambidextrous claim. No? Well, that's too bad, because it's true. Oh. Prove it. Sign your name with both hands. Sign where? Seriously? All the bad girls do it. Come on. Damn. Okay. I'm afraid the lie was New York. I'm a Cali girl, born and raised. So New York's on the bucket list. Wo kann ich das nicht? Broadway, here I come. Cool. Okay, your turn, Price. First fact. Right. Something about myself. Should I start things off with a lie or with the truth? Or should I cheat? Nee, cheaten ist doof. Let's see how good she really is at this game. I used to want to be a pirate when I grow up. I kind of still do. Arr. I love science. Seriously, I think Neil deGrasse Tyson is the shit. Huh. Okay. Hm, das ist schwierig. I once broke my hand punching Stephanie Kowalski in fifth grade. No way. Bitch took my Yoo-Hoo, knocked her the fuck out. I see you like to write notes to yourself. Helps me stay focused. Also, sweet scar. Uh-huh. Jetzt wissen wir, wo ich noch welche habe. You're hella mysterious, Chloe Price. Hella? Who says that? It's a Cali thing. Anyway, I think I have your number. Of course you wanted to be a pirate. Sail the open seas. Buckle swash. Plunder secret treasure. Did I mention my love of booty? So, pirate, obviously true. Mist, ist echt nicht schlecht. Maybe you'd like to be my first mate. Oh, are you accepting applications? Considering it. Okay, you say you love science, but you are failing chemistry. You're saying failing chemistry means I hate science? Or that Blackwell doesn't inspire your best work. That place is a hellhole filled with shit, where shitty people go to be shitty to each other and themselves. Tell me how you really feel, though. Anyway, school sucks, but you love science. I'm gonna say true. Ach, Mist. Now, about this broken hand story. It's not that I don't think you could knock Stephanie Kowalski out. A bitch takes your Yoo-Hoo, she's gotta get got. Damn straight. But you didn't get that scar from punching someone. No. That scar is from a distal radius fracture. Ach Mist, so viel weiß sie das. So you're a physician now. Last summer I performed a one-woman Doctor Who homage entitled Weeping Angel. Wait, what? The point is,
I know that the scar you've got comes with breaking your wrist when you fall. Like, from a skateboard? Yeah. I guess 6 years ago? Wow, ach komm jetzt. 7. Well, shit. I always thought I was a good liar. Good thing you're pretty. Oi, 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 oi. So, if my math is correct, you told me 2 truths and 1 lie. Wie größer sie ist. What? You expected me to cheat? Winners make their own rules, Chloe. You are crazy good at this game. A lifetime of studying the human condition. Well, I'm impressed. I bet it's hard to impress Chloe Price. I'm gonna feel good about that one. When your dad is the district attorney, I guess lying is something you're used to. Seriously? Seriously. I know who to call if I need to get out of a ticket then. Not that I have a right of my own. Car first, embarrassing number of moving violations second. Hey, thanks for trusting me. Trusting you? Okay. You played the game. And not everyone would admit to wanting to be a pirate. But eye patches are so cool. And rum is delicious. I guess. You opened up a lot. That's all. It's not a big deal. Hate to break it to you, but Chloe Price is not exactly renowned throughout Arcadia Bay as a bastion of trust and empathy. I'm just not really into touchy-feely shit. But I feel like I can trust you. Yeah? I got on this train with you, didn't I? Fair point. Jetzt küsst euch endlich. Oh. Wouldn't mind listening to some music. Hey, wanna listen? So einen Sound kriegt man niemals aus dem Handy raus. Aber es ist echt schön, die Szene gerade. Die Frage ist nur, wie weit wollen die noch fahren? Ich meine, die müssen wieder zurücklaufen, ja? Das ist echt ein schönes Lied. Passt irgendwie gerade auch. Oh. Cool bracelet. I've had it, I guess, since I was a kid in Long Beach. It reminds me that there's more to experience out there than just Arcadia Bay. Maybe one day I'll go back to Long Beach, or anywhere but here. Maybe sooner than later. Me too. Arcadia Bay can suck a bag of dicks. Sometimes I feel like I've got no reason to stay. Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Check it out! We're here! Oh, what? Lord, ich werd grad richtig traurig. Where is here?
Jump and find out. Did you say jump? Jump! Fuck it! Ich werde richtig traurig, wenn ich so drüber nachdenke. Ihr wisst warum. Ich will nichts spoilern, ne? Also, wer den ersten Teil nicht kennt... Ach Gott, es ist so traurig. It's actually a pretty nice view. Glad you approve. And as your reward for making it up here, I have a new game for us to play. Another one? I like games. Deal with it. This is one I learned in theater class. It's all about improvisation. So far, what I've learned about you is that you're into acting, lying, and playing games. What's your point? That you're either full of imagination or full of shit. Let me know when you figure out which one. War das gar nicht gemeint? This game involves spying on people from afar. Luckily, we've got some high-tech surveillance equipment right here. Let's fire it up. War das gar nicht gemeint mit Rachel? High-tech. That blows. Well, shit. Come on. Erstes Date ruiniert. That was my last quarter. You? Quarterless. Damn. Hey, maybe I can MacGyver something up. I've been told I'm pretty handy. Oh yeah? Let's see what you got. Pro-Tipp beim ersten Date, immer sagen, man ist sehr geschickt. In allem. Bei dir zu wirken, hä? Huh? Tut mir leid wegen Drew. Nicht deine Schuld. Wer hat ihre Nummer? Mein Bruder ist nicht immer ein Arschloch. Für die meiste Zeit? Vergiss es. Naja, ich weiß ja nicht. Sie hat ihn ja auch hier sitzen lassen wegen dem Rollenspiel. Rachel really wants to use this viewfinder. I'd love to get it working for her. Er war ja auch ein Arsch zu uns, so ein bisschen, oder? This whole day is out of order. Ja. But in the best possible way. Er sagte, wir wissen nicht, wie man Rollenspiele spielt. Also ich meine, das weiß doch jeder. Was this how historic axe murderers searched for their next victim? Mit dem Sextant, ja. Dwight Mueller really killed it with this statue of an explorer guy. Dwight Mueller? Where are all my explorer ladies at, though? Oh, probably at home, washing laundry and spitting out kids. Fuck you, Dwight. Pff. Soll ich jetzt wirklich... Okay, das ist Vandalismus, ne? Nur mal so. Beschmiert keine Statuen. Das macht man wirklich nicht. Sondern nur, dass jeder weiß, was ein Sextant ist. Stop sextanting the interns. Wow. Okay, das ist kreativ. Dann hier. Hallo? This Blackwall guy sure liked founding stuff that was already there. Founders keepers, I guess. Geschichte des Overlook Parks. Culmination Staatspark. Blackwells Expedition. Dieser Ort markiert die Endstation von Ezekiel Blackwells Expedition Richtung Westen, um die Städte
Culmination und Arcadia Bay zu gründen. Am 14. März 1838 verließen Blackwell und eine Gruppe Siedler Independence Missouri Richtung Oregon. Am 3. März 1839 erreichte Blackwells Expedition Overlook Park. Als er von dort den Pazifischen Ozean sah, erklärte Blackwell die Expedition für beendet und gründete die Stadt Culmination. Die Gruppe reiste später weiter Richtung Süden, um Arcadia Bay zu gründen, das nach Blackwells Bewunderung für die Schönheit der Natur in dieser Gegend und seinem Wunsch, in Harmonie mit den Ureinwohnern zu leben, benannt wurde. Culmination Gipfel, umbenannt in Culmination Staatspark, wurde 1997 unter Governor John Kitzhaber zum Staatspark erklärt. Die Statue Northwest Valor, erbaut 1992, feiert das 150-jährige Jubiläum von Culmination. Designer Dwight Müller. Der Herr Müller. Oh, mal hier. Yuck. Cliché much, AW and BW. Okay. Ich glaube, sie steht auf Klischees. Oh ja, ja, hier, guck mal. Nicht erschrecken. I guess nature doesn't quite provide. Nein, ich erschreck die Eichhörnchen nicht. Widmungstafel. I've always said the Prescott family has a couple screws loose. Wir gedenken an Martin Lewis Prescott, den wunderbarsten Sohn von Arcadia Bay. Ich weiß nicht, vielleicht sind die Prescott so nicht alle verkehrt, aber der Sohn ist. Find ich gar nicht ab, ne? Wait. Is that the same AW as before? Not afraid of commitment, I see. Mhm. I've been saying sorry all morning. I admit it was really dumb to lock the keys in the car. You've been on me for 3 hours. Wow. Ich würde mir den ganzen Tag damit im Nacken sitzen. Die Nick Picker. I'm Nick Picking on your keys in the car. So. Haben wir irgendwas zum Nutzen, was ich da. Kann man den Wein, ha? Huh? My hierarchy of needs goes pot, then beer, then wine. Still. Wino has a classy ring to it. Yep, ja. It's official. I'm learning way more ditching school than I ever do in class. Ein Totem des Salish-Stamms. Der Rabe steht für Verwandlung. Sein Grinsen versteckt seinen schäbischen Charakter. Der Rabe erscheint in vielen uralten Geschichten der Salish und Barbara Salish und anderer Stämme. Manche sagen, der Rabe half bei der Erschaffung der ersten Menschen. Der Rabe verdient Respekt, aber vertrauen sollte man ihm nicht. Okay. Wow. That's badass. Badass. Das Badass Totem, ja, kenne ich. If you're going to argue in public, at least have the decency to make it about something interesting. Ach so, ja, leckeres Würstchen. Nee, was ist das? I. Hey, spare some change? Wow. Sorry. We might have some leftover food when we're done. What? No, I'm not. What kind of food? This place has really gone downhill. Shh. She's right there. Wow. What's worse than groveling for change? Groveling for change and failing. Warum habe ich mir das jetzt gemerkt wegen dem Schlüssel? Ach, warte mal, vielleicht steht das Auto ja nach unten. Ich kann das Auto die Scheibe einschlagen. Und sag einfach so, hey, ich habe euren Schlüssel gefunden. Der lag da einfach so rum. If Max were here, she'd probably take a black and white photograph and call it Innocence Lost or some shit. Nee, setzen möchte ich mich jetzt nicht. Ich geh mal. Rachel, ich komme gleich wieder, ja? Muss mal noch ein bisschen mehr Vandalismus betreiben hier. I don't want to head down there just yet. Oh. Okay, und wie komme ich jetzt. Wie komme ich an das Geld? Ich meine, ich kann die Leute ja schlecht noch weiter anschnorren. Looks like this one might actually be working. Aber wir haben keine Münze. Rachel's quarter is still trapped in there, waiting to be. Huh. Oh. Looks like I might be able to pry it open with the right tool. Alles klar. Brauch was? I'm not getting in there with just my fingers. Maybe Rachel has something I can use. Ja, ich geh noch mal ganz kurz zu den Picknickern. Ah, die Eichhörnchen. Ich werde ihn nicht verscheuchen, aber vielleicht liegt da was im Müll. Das mache ich gleich mal, wenn ich hier nichts kriege. Ey, ihr habt so bestimmt einen Flaschenöffner oder so. Ihr Pfeifen. Gebt mir euer Geld. What's worse than groveling for change? Na. Groveling for change and failing. Mann.
Hätten wir nicht so eine Diskussionsrunde machen können mit den Leuten, warum es wichtig ist, dass wir jetzt 25 Cent bekommen? Das hätte bestimmt funktioniert, oder? Sie kann auch so gut quatschen. Wenn ich hätte mal ein bisschen gedroht, sie ist wahrscheinlich doppelt so groß wie der Typ. Damn, that's an old tree. Wait, does this sign say butt rot? Butt rot? Okay. Braunpo. Geschichte. Die ikonische Weißeiche des Staatsparks von Culmination ist einer der ältesten Bäume im pazifischen Nordwesten. Ihr gebogenes, stuhlartiges Wachstumsmuster reflektiert den Brauch amerikanischer Ureinwohner, Bäume zu formen, um Pfade oder Gebiete von kultureller Wichtigkeit zu markieren. Das Alter des Baums wird auf 400 bis 450 Jahre geschätzt, obwohl Braunporlinge, okay, Oliporus duriophilus, im Inneren eine genaue Analyse verhindern. Eine Narbe am nördlichen Ende, wow, ich kann wieder nicht lesen, Ende des Stamms bezeugt, dass der Baum vor ca. 200 Jahren einen direkten Blitzeinschlag überlebt hat. Datenhöhe 13 Meter, Durchmesser auf Brusthöhe 1,60, Alter 400 bis 450 Jahre, Querschnitt des Stammes, die eng zusammenliegenden Ringe weisen auf Zeiten der Trockenheit, Krankheit und erneutes Wachstum nach einem Waldbrand hin. I'm thinking about prying open that viewfinder. Got a knife on you? A knife? Yeah. My mom took mine. No. How about a nail file? Oh, girly girl. I guess you could stab someone with a nail file. Oh, right. Sure, let's try it. Okay. Och nein, die Chloe Price. Glaubst du, ich weiß nicht, dass ich das im Periodensystem fickt euch liest? Ich habe dafür Ärger bekommen, du Fluor, Sauerstoff, Tellur, Selen. Hast du mich gerade eine Photese genannt? Hä? Tellur ist TE und Selen ist SE. Fick dich, du bist so tot. Bist. Oh Mann, die ist so blöd. Ach, sehr schön. Du Photese. Damn it. It always looks so easy in the movies. Wonder if I can find something sturdier to use. Nein. Du alte Photese. Merke ich mir jetzt. Soll ich die mit der Nagelfeile bedrohen? Die beiden Picknicker. Du alte Photese. Oh nein, soll ich sie erschrecken? Sorry. Oh nein, die süßen Squirrels. Get out of here, woodland creatures. Have some self-respect. Wow, das sind aber die Grauen, die sind böse, glaube ich. Jetzt sind die Vögel da. Nein. Komm, hey. Bye, you fools. Wow. Jetzt kommen die Eichhörnchen wieder. Lidlidlid. Oh man. Dass die Eichhörnchen da sitzen. Wahrscheinlich kommen die ganze Zeit wieder Viecher nach. Kann ja nichts machen. I'm gonna need a bigger prior majigger. Das hier nicht bedrohen mit der Nagelfeile. Ach, guck mal da. Oh, da oben ist noch das Seil von der Schaukel. Von der Reifenschaukel. So eine Reifenschaukel an einem Ab... Was? Jetzt schmeißt du die einfach weg. Wie bist du denn drauf? Die hat sie dir... Okay. Stealing a dedication plate takes persistence. Ernsthaft jetzt? Hat sie die... Oh, Steffel, aber sag mal. Die ist so begehrt. Hey, aufgepasst, du weißt es auf dem Kriegsfahrt. Oh nein! Ernsthaft. Ich versuche nur zu helfen. Aha, die Replikanten müssen zusammenhalten. Oh Gott, solche Leute, ne? Die dann gleich sagen, ich versuche hier nur zu helfen. Das sind die Schlimmsten, finde ich. Ja, sorry. Ich meine ja nur. Ich meine es ja nur gut. Ja, ja. Ich habe dich nur gespoilert, weil ich es gut meine, weil ich nicht will, dass du das traurige Ende bekommst und dann weinst. Ja, ja. Für mich auch. Prescott Power, activate. Meine Nagelfeile. Die habe ich in den Dreck geworfen. So wie das Schild. Ist nicht so wichtig.
Ich weiß ja nicht. Ein bisschen Respekt vor anderer Leute Eigentum wäre mal ganz cool, Chloe. Also funktioniert sie wohl nicht. I don't want to boast, so I'll let you do it for me. Chloe Price, you are truly the Viewfinder Whisperer. I stand in awe of your powers. Mhm. Kann es sein, dass diese Dinger mal kaputt sind? Jasmine? Is she smelling me right now too? Really should have showered this morning. All right, here's the game. You find some people for us to spy on, and then you and I will act out what they're saying and thinking. That's it. I do that in my head during, like, every class. See? You're a natural. Let's give it a try. Oh, ich bin schlecht in sowas. Ich würde gerne den Grill ausspionieren. Hey, what do you say we barbecue some squirrels when we're done here? God, you just have the best ideas. Damn grill. They totally stole my third grade art project. Wow, you made that? Can't you tell? It does have a certain give zero fucks quality that I recognize. Think this guy is married to a nutritionist? He's all like, I'm not allowed to eat this stuff at home, so... Der pfeift sich Burger und Pommes irgendwo im Park rein. I'm so glad I became a lawyer. I love getting paid in fries. Do you think he represents the Hamburglar? Wouldn't he be paid in hamburgers then? Shit, you're right. Das ist super, den Hamburglar. Okay, warum können wir zu ihr nichts sagen? Oh, ich warte auf meinen Liebsten. Hat die ein Tattoo-Sleeve? Okay. Hä? Okay. All right. Let's see. Why do we always hold hands like this? Didn't you tell me you are ambidextrous? Das ist ein bisschen auffällig, oder? I said I was ambisexual. Oh, so you can have sex with both of your hands? Exactly. Wanna see? Only if you let go of my hand first. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen auffällig, nur homosexuelle Pärchen. Wie gesagt, nicht schlimm, absolut nicht, nur es ist ja ein bisschen übertrieben viel hier. What's going on with these two? Das ist eine Jagdparty. Opferung des Kindes, Alter. And the Lord saith, thou shalt make a burnt offering of your firstborn son. Who are you talking to, Dad? No one, son. Now, lean into the grill and see if the fire started. Further. Further. Wow. That was dark. Too dark. Perfect dark. Oh man, ey. Das fand ich jetzt lustig. Who's next? Oh, Vorsicht. Oh, sorry. Didn't mean to hog the viewfinder. Wer ist das? Ooh, jackpot. Commence makeout session in 3, 2, 1. Mm-hmm. Nailed it. Damn, they are really going at it. Oh, honey, I think we used the vibrating bed for too long. I'm totally seeing double. Rachel? Oh. Hey, are you all right? What are we doing? Was? Excuse me? Was das Last jetzt? I checked, you're supposed to be Chloe Price. Yet we've been ditching now for hours, and we haven't even gotten wasted yet. That's got to be against some school ditching rule. Was? Hell yeah. The honor student wants to show the school delinquent how to party? Be my guest. How gracious of you. Was ist los mit ihr? Was? Hä? Ich verstehe gerade nicht, was hat sie für ein Problem? They have a bottle of wine.
Let's steal it. Okay. Or we could go try to find a liquor store instead. No. You shouldn't bring alcohol to a public park if you're not willing to share it with everybody, right? And fuck it. I just want to take something that's not mine. All right. I'm going in. Try to keep up. Okay. Was ist mit dir los? Warum auf... Can we help you? Oh my god. Okay, Schauspielerin. Die kann das gut, hä? Huh? Jetzt komm schnell. Mach den Holy rein. Shit. Talk about committing to a performance. Nee. Mach doch. Oh nein, sie sieht's. Oh, thank god. Please, this girl is in trouble. Go get help. I need to get these two to focus on Rachel so I can swipe the wine. What are you waiting for? Go! Go! Don't look at me. Look at Baywatch over here. Aw, I don't remember how to do CPR. When? It's time to nut up or shut up. Watch out. I'm going to check her pulse. That's on her neck, right? I still think you should go get help. There's a ranger station on the other side of the park. Good point. We'll keep watch while you go. Did you know red wine has recently been found to help against strokes? Oh nein. Hey, we're in luck. You have some red wine right here. I'll just go ahead and administer it to the patient. Ausgerechnet, das verhau ich. Hold on. There's something off about this. Are you girls putting us on? Nein, gar nicht. Wir wollen nur Alkohol. Rachel, run! Wow. Die klauen trotzdem. Und hat doch ihren Namen gesagt. Okay. Jetzt siehst du drin. Erstmal Echsen den Wein. Warum? Was ist mit ihr los? Ich glaube, die will halt nur und. Maybe your acting could use a little work, but at least you committed to the performance. Na komm. Thanks. Können wir schon blau machen. Können wir auch rot machen. I could use a drink after trying to keep up with you. Hat sie gerade gegluckert? I am excessively sober right now. Right. Okay. Guess we're leaving now. Okay. Ja, sehr schön. Dann gebt euch mal die Kante, Mädels. Ich meine, am besten jetzt nur in die Schule zurückgehen. Rotzbesoffen. Ist schon wieder Abend? Ja, gönnt euch, ne? Ich meine, den Gleisen erstmal rotzbesoffen. Aber nicht, dass sie so viel vertragen, weil Wein ist ein bisschen stärker als so ein Lightbier aus in den USA. Gönnt euch, ne? Gönnt euch mal. Oh, schon wieder ein Squirrel. Noch eins. Oh, die sind so niedlich, die Viecher. Wow. Hey, check this out. Für mich wäre es ein Traum, dort zu wohnen. Für die natürlich nicht so, ne? Ah, guck mal. Der Schrottplatz, den kennen wir doch. Das ist so bedeutungsschwer, dieser Ort. Das ist furchtbar. Ich werde echt wieder traurig gerade, wenn ich dran denke. Oh Mann, war so schlimm. Great. It's a pile of trash. Yeah. An awesome pile of trash. Let's explore. You have fun, Chloe. I'm gonna go sit down. Rachel's been acting kind of standoffish ever since we left the park. What's her deal? Die war schon im Park komisch. I've heard that actors are moody, but
Wow, Rachel. I'm not moody. I just need some space. Is that all right with you? Okay. Actually, no. I thought we were having a great day together. Why are you acting like this all of a sudden? I'm not acting like anything. I just want to be left alone right now. Ja, okay, dann. Yeah, I get it. I know I'm not the easiest person to be around. I don't exactly have tons of experience with the whole friendship thing. Not everything revolves around you, Chloe. Das würde mich jetzt an ihrer Stelle aber auch nerven. I didn't say it did. I'm just saying, I understand. Wenn ich sage, ich will Ruhe und sie labert weiter, ne, dann, You really don't. Fuck! Wisst ihr, wie schwierig es ist, so eine dicke Weinflasche zuzuwerfen? I still have no idea what's going on with Rachel. Blechtonne. But apparently she gets smashy when she's angry. I can work with that. Oha, ich überziehe gerade ein bisschen, aber ich glaube, so lange geht's nicht mehr. Score. Wollen wir Rachel verhauen? Ich glaube, das fände sie nicht so gut. Here. If you really want to smash something, this should do the trick. Komm schon, lass es raus. I asked you to leave me alone. Are you kidding me? I know you're the school princess and all, with the DA daddy and the perfect grades and all the perfect little Victoria Chases kissing your perfect ass, but seriously, fuck you. Great. Würde ich auch sagen. I'm leaving. See you around, Chloe. Würde ich jetzt you auch can't sagen. Leave! Watch me. Rachel, wait! Don't go! Lass sie doch gehen, Mensch. Zippe. Why not? Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. And what is this exactly? Ja, eine Freundschaft, oder? A real friendship. Oh. Is that all? Oh. I mean, Drama Queen. I don't know yet, but I want to find out. I thought Chloe Price doesn't need friends. I thought so too before today. I guess it's easier to be alone if you decide it's a choice. I'm sorry for whatever I did or didn't do. Today was the best day I've had since my dad died. And I screwed it up somehow. Like I screw everything up, because I'm a fucking screw-up. Chloe, please. I don't want to be alone anymore. I'm sorry, Chloe. I can't say why, and I know it isn't fair. But I can't be your friend right now. Wow. Can't? Or don't want to. Does it matter? I'm really sorry. Goodbye, Chloe. Oh, das ist richtig scheiße von ihr. Das ist richtig scheiße. Weißt du, wenn sie sogar sagt, wir können nicht mal Freunde sein. Fuck this place. Zuschlagen. Boah, ich lese gerade lieber nicht den Chat, weil ich krieg mir was an mich, Kinder. Oh Gott, ey. Was will die jetzt?
Deine Schule hat angerufen, ich denke, du weißt warum. Wir haben morgen einen Termin mit Direktor Wells. Du musst dich besser verhalten. Chloe? Was? Ich mache mir Sorgen um dich. Lass mich wissen, wenn es dir gut geht, ja? Faken Hollow. Who else do I know who fits that description? Yeah! Fuck off, Rachel. I've never understood your hard-on for cameras, Max. You took a million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Fuck cameras. If you want to rip a family apart from the inside, it's important to bring the proper tools. Fuck you, David. Das ist so scheiße, dass es nicht mal richtig entsorgt wurde, dass sie das jetzt finden musste. Und das ist doch alles, was ihr was bedeutet hat, ihr Vater. Ach man, scheiße, ey. Why are you crying, sweetheart? Because you're not real. I'm not. What is going on? It's David. I don't feel drunk. Kiddo, look on the bright side, would ya? What bright side? You made a new friend today. Ja, nicht wirklich. I guess I did that. Gotta say, that was some fight.
She nearly took your head off. What do you care? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. What's past is prologue and shit. Sometimes people need you, though. Even when they don't admit it. Rachel! Scheiße. Oh, sie hat jetzt nicht da gepennt, oder? Oh, Kacke, das gibt richtig Ärger, glaube ich. Hat sie auf der Hand stehen? Ach, Kinder. Ist noch hier? Und war es vielleicht doch ihr Vater oder jemand, der sie kannte? You came. I'm glad. Are you sure ich bin about ein bisschen that? Abgefuckt wegen ihr. Das muss I got nicht kind sein. Of a different message this afternoon. Yeah. Chloe, I want to talk to you about something, but I don't know how to talk about this. You don't have to tell me anything you don't want to. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? The ones who were making out? That was my dad. Oh. Oh, yeah. All right. And that woman was definitely not my mom. Oh. The worst part is... I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet, I thought I could catch him or something. I'm so sorry, Rachel. I don't know what to say. Neither do I. Chloe, I love my dad. I love him. And I never want to see his fucking face again. When my dad died, I was so mad at him.
For months, I felt wrong because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed? It's silly, but I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10, and it started raining, and I fell and broke my arm 3 miles from the car. I remember screaming like I was gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. I still remember the smell of his coat and how calm he was. And the sound of his voice, and he was just so strong, you know? I felt safe. You trusted him. Completely. Here. Chloe, I owe you an apology. Hey, we were both kind of the queen of shitty. No, I mean it. Whatever's going on between us, it's intense and new and awesome, and maybe you just see it as a friendship. I don't know. Es war nur, weil ich vorsichtig bin. But I put you on the spot, and I could have handled that better. Ja. I'm sorry. Rachel, after the day you've had, it's okay. I mean it. We have all the time in the world to figure out whatever this is. I just want you to know I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? You dropped that one guy with a bottle to the face. Only because you showed up at the last minute and... What about Drew? When he was picking on Nathan? You got right in his face and called him out. That was pretty sweet, actually. See? You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow there'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad will definitely punish me with... Weiß auf ihn, genau. Fuck your dad. Fuck him. What I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Okay. Ach, Kinder. Wenn jedes Mal Teenager abhauen würden, wenn ihnen danach ist, ne? Ich weiß das. Ich kenne das. Ich kenne das sehr gut aus meiner Teenagerzeit. Aber es ist immer alles nicht so schlimm, wie man denkt.
Das war übrigens dieser 450 Jahre alte Baum. Oh, scheiße, hey, was ist da los? Den richtig? Ich weiß, dass es Rachel war. Oh, scheiße, hey. Wer ist diese Tussi mit dem Tattoo? Erwache, liebes Herz. Ja, das war Episode 1, Leute. Ich bin total angefixt. Ich frage mich, wenn es weitergeht. Fragt nicht, ich weiß es nicht. Das machen die Entwickler alles, aber ich fand es sehr krass. Alter Schwede. Und ja, um dem vorzugreifen, es gibt nur ein Ending, Leute. Macht euch nicht ins Hemd, dass ich mich so entschieden habe und Sachen gemacht habe. Aber es ist so schön. Es ist so schön traurig. Und ich weiß, dass das was ganz Besonderes ist mit den beiden. Ach ja. Ach ja. Es ist echt traurig. Na gut. Ich lasse es jetzt nicht durchlaufen, weil es kommt ja noch was. Ich weiß, es ist ein bisschen unhöflich, wenn man das jetzt einfach skippt und die Entwickler damit nicht anzeigt, aber... Es kommt ja noch eine Folge, beziehungsweise es kommen noch zwei Kapitel, um genau zu sein. Und ich möchte nichts verraten, aber es wird nicht das traurige Ende haben, was man vermuten könnte, denn es spielt ja 3 Jahre vor dem ersten Teil. Und da wird ja noch was passieren, einiges. Na gut. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude, auch wenn es echt sehr dramatisch ist und nicht ganz so das wird, was man vielleicht... Weiß ich nicht. Also es wird auf jeden Fall auch sehr viel Krasses passieren, schätze ich mal. Es ist nicht nur schön, es ist auch viel Drama natürlich. Aber so ist das Leben. Das Leben ist nicht nur schön, sondern auch viel, viel Drama und viel Herzschmerz. Ich danke fürs Zusehen, liebe Leute. Danke fürs Bewerten und Kommentieren. Wir sehen uns zum nächsten Akt von Life is Strange Before the Storm.